Linguistik in 60 Sekunden, Nummer 30. Was ist ein Ethnolekt? Ein Ethnolekt ist eine Sprechweise, die von einer oder mehreren nicht-deutschen ethnischen Gruppen verwendet und mit diesen assoziiert wird. Ethnolektale Varietäten entstehen aus dem Kontakt zwischen unterschiedlichen Einwanderersprachen mit den nationalen Varietäten der Einwandererländer. Der Ethnolekt tritt in verschiedenen Formen auf. Der primäre Ethnolekt ist eine sprachliche Varietät, die unter Jugendlichen der sogenannten zweiten bzw. dritten Migrantengeneration herausgebildet wird. Er wird vor allem von in Deutschland aufgewachsenen Jugendlichen mit türkischem Hintergrund verwendet. Einige typische sprachliche Kennzeichen des primären Ethnolekts sehen Sie auf dieser Folie, gegliedert in einen phonetisch-phonologischen, einen morphosyntaktischen und einen diskursorientierten Bereich. Der primäre Ethnolekt ist der Bezugspunkt für den sekundären Ethnolekt, der einer bestimmten Gruppe von Migrantenjugendlichen durch die Medien zugeschrieben wird. Wird dieser sekundäre Ethnolekt von deutschen Sprechern ohne Migrationshintergrund gebraucht und weiterentwickelt, spricht man vom tertiären Ethnolekt.